Servus zusammen, salve a tutti. Der Freitag ist fast rum, also wir haben jetzt 17.44 Uhr, der Verfalltermin ist rum. Und gucken wir uns die Mühle mal an. Vorher, bevor ich zum DAX gehe, mal ein paar kleine Bemerkungen zu verschiedenen Aktien, was mir da aufgefallen ist, was ich auch so höre und lese. Es geht jetzt, sagen wir mal, das Gerücht darum, dass oh, manche Aktien haben so viel verloren. Ja, da kauf jetzt mal die ersten. Meine Position, ich hatte es neulich irgendwo geschrieben, besteht zu 90% aus Cash, zu 8% aus Puts und zu 2% aus Aktien. Das hier ist Lufthansa. Das ist so mehr oder weniger das Einzige, was ich momentan an Long habe. Aber es ist einfach, ich mag die. Nur, die Position ist so klein, dass ich jederzeit was dazu kaufen kann. Ich habe noch Ziele bei 6,30, bei 5,80 und da kann ich jeweils die Position verdoppeln. In dieser Woche hat alles, was Reise, Flug und Reisebüro und wie sie alle heißen, Hausvermietung, hat eins auf die Nase bekommen, weil von jeder Botschaft oder von jedem Außenamt bekommen die Nachricht, reisen sie nicht. Airbnb, Sixt, Royal Caribbean, TUI, Fraport, alles was Reisebranche ist, erstmal eins auf die Nase bekommen. Kann ich verstehen, ich würde jetzt auch nicht unbedingt, sagen wir mal so, gen Osten fliegen, ja. Gen Westen schon eh, aber Gen Osten, das wüsste ich jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist. Keine Ahnung, was da passiert. Wir wissen es alle nicht. Die Lage eskaliert immer mal wieder ein bisschen mehr und das ist alles sehr traurig, was da passiert. Aber damit will ich nur sagen, nur weil etwas deutlich gefallen ist, heißt es auch nicht, dass es gleich wieder steigen muss. Ja, da gibt es noch andere Beispiele. Ich habe zum Beispiel hier die, wo sind sie denn? Die Siemens Energy. Das sind die Siemens Energy. Die waren noch im, wann war denn das hier? Im Juni bei rund 25. Die sind jetzt heute unter die 11 gerutscht. Das ist bitter. Und soweit ich weiß, ja genau, war das war letztes Jahr hier im Oktober. Da sind sie mal gestiegen. Das ist der einzige Bezugspunkt, den ich habe im Chart. Nehmen wir mal sowas wie VW. Das wird immer schlimmer. Ich meine, die Autos generell. Also bis auf BYD, die liegen stabil. Aber die VW, die kommen von, das ist jetzt schon ein bisschen her, was ist denn das, 2021 im Juni, da waren die bei fast 250, jetzt sind sie heute 103. Und wenn die 103 nicht hält, also der Bereich zwischen 102 und 103, ja, dann habe ich eigentlich nur das Corona-Tief. Ist das das Corona-Tief hier? Das müsste das sein. Ja, und da sind wir irgendwo bei 80, 85. Also haltet's Pulver trocken, da kommt wahrscheinlich noch mehr. Es gab heute querbeet Schwierigkeiten bei Homepages, bei Kursprovidern, bei was weiß ich was. Wenn ich das mitbekomme, höre ich sofort auf zu handeln, weil dann stimmen oftmals die Aufgelder nicht. Also zum Beispiel war der eine Index heute 20 Punkte unter dem DAX-Index, unter dem echten Index. Das hat irgendwie nicht gepasst. Und dann der nächste DAX-Index, der war ein bisschen höher wieder, also vom anderen Anbieter. Ganz, ganz schwierig, da muss man sehr, sehr aufpassen. Mal ganz kurz hier auf den Monat geschaut. Das sind, Punkt, Schluss, bestätigte Verkaufssignale. Sieht man das natürlich nicht so schön, weil ich jetzt hier auch dieses ABC reingemalt habe, ja. Aber wir sind in der Nähe der 20-Monats-Linie. Die liegt hier, wo ist denn das, bei 14.621. Das ist nur mal im Hinterkopf behalten. Auf Wochensicht sind wir bereits tief, deutlich tiefer, aber da ist nirgendwo ein Stabilisierungsansatz. Ich gehe mal hier mit dem Ding hier so ein bisschen rüber. Ein Stabilisierungsansatz im MACD, im Oszillator, gar nichts. Und hier kommt auch wieder die graue, schraffierte Box rein. Und da gehen wir jetzt mal drauf. Also das sieht alles nach wie vor sehr mau aus. Das ist der DAX auf Tagessicht. Ich habe jetzt hier so ein bisschen rumgespielt mit dem B und C, weil ich hatte hier ein B gelegt, dann da hochgezogen, brauche ich gar nicht. Das ist, wir sind jetzt hier deutlich darunter. Ich kann das letzte Hoch als C identifizieren und jetzt müssen wir gucken, wie weit der Freund hier runtergeht. Runtergehen kann er. Im Moment erstmal, und da komme ich gleich nochmal drauf, bis runter zur Box. Das hier ist ein Cluster aus verschiedenen Fibo-Zahlen. Von dem, was war das? Das war der, hier, von dem Oktober, Entschuldigung, von dem Januar, also vom Jahresanfang und von Oktober. Die treffen sich hier in diesem Bereich. Da. Ich war der Meinung, dass wir diesen Tiefpunkt vielleicht sehen,
die 14.945, aber nicht im ersten Atemzug unterbieten. Dass der heute am Freitag das gemacht hat, muss ich aber zur Kenntnis nehmen. Er hat gleichzeitig das untere Band unterboten, hat diesen Trend, den ich eingezeichnet habe, unterboten und ein neues Tief gemacht. Ich glaube, das ist das Tief seit März. Müssen wir gerade mal schauen. Das ist, ja genau, März. Also wir geben gerade eben schon mal ein paar Monate ab. Ich warte immer noch auf die Headline, noch in diesem Jahr, wo es dann heißt, DAX gibt gesamten Jahresgewinne ab. Dann wären wir hier. Da. Das sind nach wie vor die 13.800. Also ich habe die immer noch nicht aus dem Kopf oder von der Liste gestrichen. Ich habe mir Zeit gegeben bis Ende Oktober. Dafür habe ich halt jetzt nur noch 10 Tage. Das wird mir wahrscheinlich da ein bisschen das Genick brechen von der Aussage her. Aber ich stehe dazu und vielleicht gehen wir nur bis 14.1, egal wie. Dann kommen wir zu den Indikatoren. Alles negativ über den Trendfolger, über den Oszillator, außerhalb des unteren Bandes. Also ich kann jetzt im Moment nur hoffen, dass diese 14.751, das ist der untere Bereich von dieser kleinen grauen Box hier, dass der hält, muss ich wirklich sagen. Weil also ein Kaufsignal oder ein Stabilisierungsansatz habe ich hier nicht. Also überhaupt nicht. Während ich hier rede, handeln wir bei, wo sind wir denn jetzt? Wir sind bei 14.817. Es gibt Möglichkeiten, dass der Markt steigt, also von der geopolitischen Sage überhaupt keine Frage, aber rein von der Technik her ist das für mich weiter negativ und ich werde den Teufel tun, übers Wochenende irgendwas long zu gehen. Ich gehe aber auch nicht short. Das war ganz gut mit diesen Nasdaq-Geschichten der letzte Woche, insbesondere in Nvidia war das fein. Da fand ich die Woche All-In eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Jetzt noch mal ganz kurz zu dem Sparplan. Für die, die es am Mittwoch gehört hatten, die können jetzt kurz noch weghören. Ich hatte ja hier den Stopp bei 15.570 und dann saß ich im Auto und da handle ich nicht. Deswegen habe ich es gelassen, kam ich 2 Stunden später oder 1,5 Stunden später wieder, war wahrscheinlich deutlich drunter. Ich habe die immer noch. Das ist für mich jetzt der Punkt, die 15.579, wo ich komplett umdenken muss, wo dieser Downtrend hier ins Wanken gerät. Da sind wir weit von weg. Ja, also da, das sehe ich jetzt momentan mal überhaupt nicht, dass wir das machen. Aber mit diesen nicht eingezahlten Sparplänen, die laufen jetzt weiter. 16.070 war der Schnitt, 16.055 mittlerweile war der Schnitt. Ich habe sie noch nicht gekauft, aber das würde ich mir jetzt nicht verzeihen, wenn ich den dann jetzt erst hier oben kaufen würde, also bei 15.580, deswegen nehme ich den runter. Und zwar nehme ich den runter, dann kriege ich wieder einen Funk über meine App, nehme ich den runter auf die 15.307. Dann will ich angerufen werden und dann muss ich mir das Ganze überlegen. Und ich bin sogar ziemlich sicher, wenn wir hier drunter gehen, dass ich den sofort weiter runterziehe auf 15.100. Vielleicht mache ich sogar das 15.100. Ja, wenn ich mir das hier so anschaue, das ist der Stundenchart, muss ich das eher machen. 15.100, da will ich einen Funk haben. Da muss ich mir angucken, wie das ganze Zeug hier unten dann steht auf Stunden- und 4-Stunden-Basis. Weil davon will ich jetzt nicht mehr so viel hergeben. Ja, nochmal 16.055 und jetzt sind wir bei 14.817. Ja, das ist okay. Ich musste die Scheine umholen. Ja, das ist eine Suchhilfe für euch. Den einen habe ich hier runtergenommen und ich wollte es jetzt einmal reinschreiben. Ich habe extra eingenommen unter der 14.000, 13.992. Ich wollte mal schauen, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich gut an. Ja, also da steht mal eine 13, keine 14, keine 15, nichts dergleichen. Das fühlt sich ganz gut an. Wie gesagt, es gab halt Schwierigkeiten mit verschiedenen Preisanbietern. Das war nicht so einfach, deswegen nicht so viel jetzt auf den Hebel geben. Es kann sein, dass mich da um 1 Punkt oder 2 Punkte, dass es falsch angezeigt wurde. Aber das ist jetzt hier der 13.992er. Das erste Mal seit, ich glaube, März, dass ich mal da wieder eine 3 davor steht, nach der 1. Dann habe ich ja trotzdem noch den hier, 14.266, den habe ich auch gelassen. Das ist der gleiche. Bei dem Put habe ich den hier runtergezogen. Und jetzt im Moment angeblich ein Hebel von 23 bei 15.424. Und den 15.956er für die, die es ein bisschen entspannter haben wollen. Ich kann erst positiv werden. Wie gesagt, also über den Tag hinaus, wenn, ich gehe jetzt nochmal hier auf den Tag rein, wenn wir diese 15.570 überbieten, dann auf mehrere Wochen Sicht. Das sehe ich momentan nicht. Ich rechne immer mal damit, dass der auch mal wieder seine 100, 200 Punkte nach oben gehen kann. Aber der hat jetzt so viel kaputt gemacht. Und das ist meines Erachtens nicht dem Verfalltermin geschuldet.
Der hat so viel kaputt gemacht. Gleichzeitig steht das Gold gleich bei 2000. Ich möchte mal so sagen, es ist ein Käuferstreik. Es ist kein Verkaufsdruck, es ist ein Käuferstreik. Wenn kein Käufer da ist, dann muss man es billiger verkaufen, dann geht es dementsprechend runter. Also ich bleibe nach wie vor eher negativ. Ich würde mich tatsächlich freuen über die 13.800, aber weiß jetzt nicht, ob das wirklich nächste Woche kommt, das sehe ich jetzt auch nicht so. Goodies, ich wünsche euch was. Happy Trading, fette Beute. Baba.